Wir schauen uns jetzt einen sehr wichtigen Muskel für den Schultergürtel und für die Bewegung im Schultergelenk an, der sehr atypisch liegt, nämlich der Serratus anterior. Der Serratus anterior liegt hier ventral und beginnt bei der 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. und 9. Rippe. Und wie kann es jetzt sein, dass ein Muskel, der hier vorne beginnt, Auswirkungen auf die Schulter hat? Der Muskel beginnt hier und zieht unteres Schulterblatt, das heißt hier hinein, und endet am Margo medialis. Wo ist das? Das ist dieser Bereich am Schulterblatt, aber auf der Innenseite. Aufpassen, der Serratus anterior endet nicht hier, sondern innenseitig. Das heißt, ich muss hier mit meinen Fingern hineinfahren, um hier den Ansatz vom Serratus anterior auf der Innenseite zu sehen. Das heißt, der Musculus serratus anterior beginnt hier, zieht hier unten hinein und endet hier, da wo man jetzt meine Finger durchsieht, am Margo medialis der Scapula. Was macht jetzt dieser Muskel? Der Serratus anterior fixiert natürlich die Scapula am Thorax. Das heißt, beim echten Menschen haben wir hier natürlich keine Schraube drinnen, sondern da, wo ihr die Schrauben seht, das ist die Aufgabe vom Serratus anterior. Das heißt, der sorgt dafür, dass die Schulterblätter nicht wie kleine Flügelchen wegstehen. Und dann kommt die wichtigste Aufgabe vom Serratus anterior. Er dreht die Scapula, und zwar bewegt er hier den Angulus inferior nach außen. Und was passiert dann? Die Cavitas glenoidalis wandert rauf und wir können den Arm in eine vollständige Elevation bringen. Hätten wir keinen Serratus anterior, würde hier der Humerus am Schulterdach einklemmen und wir könnten den Arm nicht über 90 Grad heben. Das heißt, der Serratus anterior ist ein sehr wichtiger Muskel für die Schulterbewegung. Ursprung 1. bis 9. Rippe. Ansatz Margo medialis der Scapula, aber auf der ventralen Seite, auf der Innenseite, innerviert wird der Serratus anterior vom Nervus thoracicus longus, und der Serratus anterior ist auch ein sogenannter Atemhilfsmuskel. Das heißt, wenn ich den Schultergürtel fixiere, dann hilft mir dieser Muskel beim vermehrt Luft in den Thorax holen, weil er hier die Rippen bewegen kann. Die Aufgabe vom Serratus anterior ist es, das Schulterblatt zu drehen, und durch diese Drehung kann der Arm in eine Elevation hineinkommen. Ohne Serratus anterior blockiert der Humerus am Schulterdach.